Hubschrauber. Die sind mit dem Hubschrauber gekommen. Auf was schießen die? Keine Ahnung. Ich brauche noch Holz. So, 80 für die nächste Falle. Und nochmal 80. Auf was schießen die? Aber ihr seht hier, ne? Die sind schon mit Hubschraubern unterwegs. Dann sind die auch mit dem Hubschrauber hier gewesen. Das sind bestimmt die, die mich geradet haben. Das könnte sein, dass die dann einfach kommen hier. Gleich und nochmal. Da sind wir Level 25. Was brauche ich denn noch? Wie viel brauchen wir denn noch? Für die nächste Falle 2 haben wir. 21 Holz brauche ich noch für die dritte Falle. Deswegen sind auch keine Schlafsäcke. Ist natürlich eine Mutmaßung, ne? Ist ganz klar. Dass die das gewesen sind. Einen noch. So, dann noch eine Falle. Dann haben wir 3 Stück. Ich lasse die Türen dann auch offen stehen, weil wenn sie rein wollen, kommen sie eh rein. Habt ihr ja gesehen. So. Die 3 Fallen. Was liegt, können Sie mir auch nicht wegnehmen. Eine dahin. Eine nach innen. Und dann noch eine auf die Ecke. Reizt mich ja schon, ne, nachzugucken, auf was die geschossen haben. Haben wir was? Oh ja. Wir haben ja noch den Loot in der Tasche. So. Also die sind dann die Stahlfundamente. 6x dahin. Dahin, dahin,
dann die wertvollen Sachen hier rein, dann haben wir einen Timer, Batterie, die Scherben. Da füllen wir erstmal auf. 20 Bücher, da kann ich natürlich Talent lernen, überleben, Holzfäller und Ertrag vom Sammeln und das auch noch. Dann haben wir die Bücher noch zwei. Aber die Bücher sind nicht so wertvoll wie die Titansäurebatterie und die große Titansäurebatterie vor allen Dingen. So, dann nehmen wir mal die Äther und technologiemäßig gucken wir mal. Glasflasche, Holzgranate, Bandelier können wir jetzt auch, Taschenlampe können wir, Fernglas können wir, Gebäude, Lagerregal, Fahrzeug, Ausrüstung. Versorgung, Küchentheke können wir, Zucker können wir, der Fermenter, Alkohol können wir jetzt herstellen und dann den menschlichen Generator, wir können Strom machen, die Fleischwolffalle können wir machen, die Guillotine können wir. So, dann haben wir alles gelernt und haben immer noch 651 Scherben. Die kommen ganz schnell wieder hier rein. Und ihr seht, also das Beacon hat 200.000 Leben. Das Startbeacon hat 150.000. Wieder verklickt. Ich lasse das mal alles offen hier. Was haben wir noch Wertvolles in der Tasche? Naja. Wollen wir noch höher? Wir wollen eigentlich noch höher. Also. Versuchen wir das zu verbauen hier. 6, jawohl, geht, da oben auch, na, ein Rimmer, ne, da nicht, wie sieht's da aus? Hier können wir und da können wir. So ist das schon mal verbaut. Was haben wir noch in der Tasche? Ja, Stahltür, Stahldach. Na gut. So. Hier können wir noch die restlichen Holzwände nehmen. Und dazu machen. Bis wir denn da besseres Material haben. Die schießen auf irgendwas. Ich weiß noch nicht, auf was. So.
das Zeug da rein. Das Zeug weg. Das ist alle. Die Steine verbrenne ich gleich. Eisen, Kupfer da rein. Blei rein. Blei kann geschmolzen werden. Eisenbarren auch gleich schmelzen. Dann Mehl machen. Fahren weg. Das werden wir gleich verdrücken. Harz hier rein. Sand rein. Die Tische machen sie eh kaputt. Hefe wäre natürlich gut. Pack die mal mit in den Ofen. Das Holz. Den Schleim kommt hier rein. Dann machen wir Kautschuk von. Die Tische machen sie eh kaputt. Definitiv. Das Lagerfeuer haben sie in Ruhe gelassen. So, da kann das Faule raus. Das kann raus. Dann packen wir da den Wein rein und Stahlbarren. Das Fleisch vergammelt eh. Den Speer haben wir repariert. So, und dann starten wir noch eine Welle. Da ist auch noch Loot drin. Die Scherben erstmal in Sicherheit. Tja. Timer und Rechner werde ich rausnehmen. Was brauchen wir fürs nächste Upgrade? 50 mechanische Teile. Hier hätten wir 19. Dann nehme ich die Wolfram raus und pack da schon mal 19 rein. Mechanische Teile, 24 Bleiwaren, 64 Ton. Egal, wir starten jetzt erstmal Welle 5. Und schauen mal, was ankommt. Nicht genug Ressourcen annehmen, nicht möglich. Das kann nicht sein.
Jetzt. Sind jetzt genug da? Ja. Welle 5. Mit der Welle 5 bekommt ihr so viele Ressourcen und die könnt ihr alle 20 Minuten machen. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Aufnahmezeit für heute. Morgen zwischen 11 und 14 Uhr können Sie wiederkommen. Vorher können Sie keinen Schaden anrichten. Könnt ihr auch jetzt sehen hier, PvP-Schutz aktiv. Ihr seht, es kommen schon wesentlich, durch die drei Fallen mehr, kommen schon wesentlich weniger hier hinten an. Und der ist auch fast, oder fast, aber halbtot, bevor der hier ankommt. Noch 34 Gegner. Noch zwei, drei Fallen. Und es kommt gar nichts mehr hier hinten an. Laufen die den Weg, den ich will? Ja, ne? Ja, die laufen genau den Weg, den ich will, da hoch. Morgen zwischen 11 und 14 Uhr könnten sie wiederkommen mit dem Hubschrauber, könnten wieder alles platt machen, aber die wertvollen Sachen sind halt im Beacon drin und das kostet denen wahrscheinlich im Moment noch zu viel Dynamit oder Sprengstoff C4, je nachdem, was die schon haben. Aber wenn sie schon Heli haben, so mit den Raketen rumballern, dann haben die einen größeren Squad mit mehr Leuten. Oh, er hat den Weg gefunden. Da. Der versucht jetzt den Beacon runterzuhauen. Schauen wir gleich mal, wie viel Schaden der gemacht hat, den Beacon. So. Ja, er hat 40 runtergehauen. Aber ihr seht, in 20 Minuten könnte man neu machen, ne? Und die Blueprints, die ich gestern verloren habe, die sind quasi wieder da. Ob nun genau so oder
Weiß ich nicht. Ich sammle erstmal alles ein. 10 Minuten haben wir noch. So, Holzwand 2x2 brauche ich nicht. Eisenhacken in Orange kostet 210 Eisenbarren, brauche ich nicht. Holzdach brauche ich nicht. Steindach brauche ich nicht. Betonboden brauche ich nicht. Steinboden in Blau. Könnte man Steinfundament. Steinboden 2x2 brauche ich nicht. Fenster aus Metall brauche ich auch nicht. Metalltor weiß ich noch nicht. Steinboden weg. Steinfundament in Grün kostet 64 Steine. Schauen wir mal. Da ist eine Sichel 84. Nein. Wollen wir nicht. Wir nehmen dafür die Matz. Halt. Steintreppe brauchen wir auch nicht. Gucken wir uns an. 129 sammeleffizient, 115 sammeleffizient bleibt die liegen. Steinboden. Meine bei Welle 5 braucht man nicht mit Wolfram rechnen oder so, obwohl das auch droppen kann. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Ihr seht aber, dass die schon mit Helis unterwegs sind. Das heißt, wenn man wenig Zeit hat, sollte man vielleicht nicht gerade auf dem PvP-Server spielen, sondern auf dem PvE, um alles zu testen, weiterzukommen und so weiter und so fort. So, jetzt lasse ich aber nicht offen stehen. Ich mache zu. Weil bis morgen früh um 11 können die eh nichts machen. Ja, erst dann ist der PvP-Schutz aufgehoben. So. Ich packe hier mal die Blueprints jetzt alle mit rein. Ob ich die gebrauchen werde. Und da seht ihr, die Stahlsichel ist wieder da. Die haben wir. Wir haben hier sogar eine Pistole, die wir craften könnten, Beeren essen wir gleich. Ja, wir haben sogar 25 Öl, das hatten wir gestern, glaube ich, auch. Wir können hier nochmal Salz verarbeiten, das bringt noch ein paar Punkte. Was haben wir jetzt im Ofen? Da können wir nochmal Eisenbarren machen. 8 Stück. Wir hätten jetzt 27 Ton.
können noch Kupferbarren laufen lassen und nochmal Bleibarren. Dann können wir Leder machen. Wir brauchen Ton 64. Ich schmeiß den Ton mal mit in den Ofen. Da haben wir noch Pfeile. Was kostet uns? Ach so, da brauchen wir erst den Tisch, um die Balliste zu bauen. Wir könnten jetzt die Eisenbarren nehmen und den nächsten Tisch bauen. Ausrüstungswerkbank 45 Stein, 30 Holz. Kautschuk. Nee, das lassen wir erstmal. Wir lassen das alles mal drin hier. In der Hoffnung, dass die den Ofen nicht kaputt machen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Noch ein bisschen was ins Lagerfeuer. Die Chili, die Würze. Ja, das Salz ist unwichtig, das können wir rausnehmen. Das ist noch nicht im Spiel. Dafür packen wir lieber das Öl in Sicherheit. In relativer Sicherheit, muss ich dazu sagen. Und dann soll hier eigentlich Verdorbenes raus und die Flinte rein. Ihr habt ja gesehen, da ziemlich auch. Der Speer ist wichtig. Und die Muni eigentlich. So. Und hier packen wir die Scherben rein. Und damit ist die Aufnahmesession für heute schon wieder vorbei. 1,5 Stunden, 3 Folgen. Soll gut sein für heute. Mich töten sie sowieso, wenn aber nicht vor morgen 11 Uhr. Da geht's nicht.
Wir machen wieder alle Türen zu. Rüberspringen können sie auch nicht mehr. Bis morgen früh um 11 bin ich in Sicherheit. Mal sehen, vielleicht schaffe ich es um 11. Wenn sie dann denn wiederkommen sollten, dann mache ich die Aufnahmesession von 11 bis 12.30 Uhr. Jetzt war es ja von 13.30 Uhr bis 15 Uhr. Und die sind also quasi um 13 Uhr sind die hier gewesen, ungefähr circa um und bei. Um 13 Uhr sind sie hier gewesen, haben mich geradet. Und ich denke mal, die haben nichts Großartiges erbeutet. Vielleicht lassen sie mich morgen in Ruhe. Vielleicht kommen sie wieder. Aber wir haben aufgelevelt. Wir haben gelernt. Wir haben etwas verstärkt hier. Und das soll es gewesen sein. Schönen Dank fürs Zuschauen. Morgen kommen drei neue Folgen, verspreche ich euch. Viel Spaß beim Zuschauen. Bis morgen. Euer Balu. Darf ich nicht vergessen. So.